Welcome back. So. Der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns auf der Speersäulenspitze oder so. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Und ja, ich habe mich ganz schön lange vor dieser Aufnahmesession gedrückt, denn der Endboss steht an. Zumindest der Story-Endboss. Cyrus und seine Kompagnons. Nicht nur Cyrus und seine Kompagnons, sondern auch Giratina. Ja. Ich habe mich so lange gedrückt vor dieser Aufnahmesession. Es ist eine Woche her, seit ich Platin aufgenommen habe. Beste Voraussetzungen, um in einen Bosskampf reinzugehen. Aber jetzt muss ich durch. Wir haben keine andere Wahl. Es war klar, dass dieser Moment irgendwann kommt und jetzt sind wir da. Die Folgen müssen rauskommen, ihr wartet drauf. Es führt kein Weg drum herum. Doch bevor wir reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz eine kleine Team-Recap machen. Wir haben Carpe Diem, Vision, Freifall, Gabu Gabu, Sting und Galapagos, die uns bis jetzt hierher begleitet haben. Vision, das mit Abstand älteste Pokémon aus unserem Team, das hat alles und jeden überlebt. Und ich hoffe, dass wir auch hier wieder einigermaßen cool rauskommen. Let's go, Freunde. Unser Boss wird irgendwas Spektakuläres planen. Du wirst dich ihm nicht in den Weg stellen. Natürlich wirst du das, aber das werden wir nicht zulassen. Und es geht wieder los, Freunde. Persian und Toxicroak und wir hauen direkt mal einen Bedroher raus mit Carpe Diem. Ehrlich gesagt, das ist gar kein schlechter Lied, denn ich kann zwar nicht Earthquaken, aber ich glaube, ein Aquatail sollte reichen und hier können wir einfach auf seinen Headbutt gehen, oder? Oder? Ja. Die sind beide bedroht. Ich muss nicht unbedingt fürchten, außer vielleicht ein Nachthieb-Crit von irgendwas, aber I don't know. So, Persian wird erstmal outspeeded, was krass ist, weil Snobelicat ist eigentlich sehr schnell. Und Toxicroak, okay, ich meine, es sind erst auf Level 56. Ich habe aber nicht mehr gelevelt seit dem letzten Mal. Obwohl mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben haben, ich solle leveln, habe ich nicht mehr gelevelt. Und wenn ich mir die Gegner-Pokémon ansehe, dann bin ich ganz froh darüber. Obwohl ich glaube, dass Cyrus da nochmal eine ganze Schippe draufpacken wird. Okay. Oh Gott. Okay, auch hier können wir drin bleiben. Ich weiß nicht, ob Hypno sowas wie Donnerblitz lernt, aber eigentlich dürfte er einen... Ach du Scheiße, er überlebt. Er überlebt einen Crunch. Oh, süß. Okay, Golbats Nasty Plot juckt nicht, weil das Ding kann eh nichts. Oh, okay. Hypnos Nasty Plot juckt, aber, ja, jetzt nicht mehr. Ich gehe einfach nochmal auf Crunch und nochmal auf seinen Headbutt. Digga, diese Team-Comp ist gerade echt gut, ne? Das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Hey, wir outspeeden alles. Fressen kein einziges KP Damage. Amazing. Er kann uns nichts machen, oder? Und das dürfte auch. Bro, okay. Holy shit. Unser Team ist strong. Let's go. Wir sind nicht fähig, dich zu bremsen. Aber unser Boss wird dich zerstückeln. Okay, Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Oh, ich hab so keinen Bock. Ich hab so keinen Bock. Gibt's hier noch Heiter? Okay, ich gehe ja schon zum Boss. Ich gehe ja schon zum... Oh Gott. Stimmt, die beiden muss man ja auch noch besiegen, ne? Wir haben ja Saturn nach dem... Oh Gott, Digga. Beim letzten Mal, als wir Cyrus besiegt haben, haben wir Saturn im Anschluss bekämpfen müssen und der war so strong.
Und jetzt müssen wir Mars und Jupiter sind es, glaube ich, ebenfalls noch weghauen. Im Doppelkampf. Stimmt, da war ja was, ne? Ja gut, ich meine, das war eine gute Kombo gerade. Das hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn wir nicht erdbeben konnten. Scheiß drauf, oder? Let's go. Let's go, Digga. Was wollen wir denn tun? Wir können nichts mehr tun. Wir sind vorbereitet. Let's go. Wir haben, ne? Das ist unser Weg, Freunde. Bürschchen, wo gehst du hin? Du wirst unseren Boss nicht stören. Ich werde dir einen Denkzettel verpassen. Du hast mich zwar schon zum dritten Mal besiegt, aber... Halt ein. Ich bin auch da. Und ich werde mich jetzt hier einmischen. Oh, tschüss. Mathe-Nachhilfeunterricht, Freunde. Nachhilfe in Mathe. Double Crowbat Lead. Okay. I like. Schöner Bedroher auf beide X-Bards. Die auf Level 57 sind. Also Cyrus wird auf jeden Fall auf 60 und drüber sein. Aber ja, will ich hier drin bleiben? Und na, sie können halt Double-Sturz flugen. Ich meine, sie sind bedroht, ne? Aber sie können halt Double-Sturz flugen. Oder halt auch Kritten oder so ein Scheiß. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Grund, nicht zu Vision zu gehen, weil wir immunisieren Gift und resistieren Flugattacken. Und da kommt schon der Brave Bird. Auf Staraptor aber. Macht trotzdem noch die Hälfte Damage. Ich meine, okay, es ist ein Brave Bird von einem Crobat, ne? Und Staraptor nimmt gerade das X-Bad raus, was gerade gedoubleteamt hat. Alter, Mathe! Du Ehrenmann. Toll, Digga. Nice. Gastrodon. Top. Ja, das Ding wird mich auf jeden Fall Earthpowern. Was ist es mit diesen Earthpower-Pokémon in dieser Gen, Alter? Glaziola gegen Vision schon die ganze Zeit und jetzt noch Gastrodon. Ja, hier können wir leider nicht drin bleiben, ne? Freifall ist halt kein guter Play, weil Freifall gedoubled, ne? In einem Doppelkampf ist Freifall halt einfach, kann einfach gedoubled werden und mit dem Recoil knockt sich das Ding halt dann selbst aus. Außerdem könnte Gastrodon sowas wie Eistrahl haben. Deswegen können wir auch nicht wirklich zu Gabu Gabu. Ich meine, wir könnten zu Galapagos, aber Galapagos... Ein Sturzflug ist halt auch nicht so geil. Sting wird von Earth Power auch weggehauen und Carpfediem ist actually ganz gut, weil wir das Crobat dann double bedroht haben und das Gastrodon die Earth Power einfach immunisieren. So, let's go. Crobat geht auf Sludge Bomb. Ice Beam auf dieser Hack. Ich raff ihn nicht. Ich verstehe diesen Hack nicht, Freunde. Wir sind mit einem Meter groß im Kampf. Er hat eine Stab, sehr effektive Bodenattacke auf Vision. Entscheidet sich dann aber für einen Nicht-Stab resistierten Move. Why? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wäre ich zu Gabu Gabu rein, hätten wir vierfach effektiven Damage gefressen und wären gestorben. Wo ist da der Sinn? Ich verstehe diesen Hack nicht. Er ist so schwierig vorauszusehen, was passieren wird, weil die KI so dumme Plays macht. Anstelle, ne, Earth Power würde Vision einfach OKO'n. Oder zumindest fast. Und er geht auf einen Eisstrahl, was überhaupt nichts macht. Du kannst halt überhaupt nicht, ne, das ist so weird, Digga. Okay, was mache ich an der Stelle? Gehe ich auf einen... Gehe ich auf Crobat? Warte mal, Crobat ist gedouble bedroht, ne? Das heißt, Crobat könnten wir eigentlich jetzt im Kampf behalten und schön Gastrodons fokussen.
Earthquake würde halt... warte mal, Sturmsog... verstärkt halt seinen Spätz-Attack, aber wird nicht immunisiert, sondern wir treffen ihn halt neutral, ne? Wir können ihn auch crunchen. Weil Aquatail wird eh nicht reichen. Dann gehen wir für einen Double Crunch auf Gastrodon. Oder gehe ich für einen Dragon Dance. Aber Dragon Dance in einem Doppelkampf ist halt auch stupid, vor allem weil mich das Crobat die ganze Zeit Brave Birden kann währenddessen. Und ich meine, Snorlax ist ja auch noch da. Oh Gott, da kommt schon der Brave Bird, Digga. Ey, der ist auf minus 2 und das hat immer noch so viel gemacht. Haben wir mit Crunch gerade nicht mal Hälfte ge... Okay. Ich habe halt so Angst vor einem Crit. Ich habe so Angst vor einem Brave Bird Crit, ne? Das ist halt wirklich ein Problem. Aber wir müssen jetzt Gastrodon rausnehmen. Digga, mein Herz, Mann. Okay, wir haben beide Pokémon weg. Aber Carpe Diem sieht nicht gut aus. Und das ist nicht gut. Na, natürlich, Digga. Natürlich, Digga. Natürlich. Ich meine, okay, wir müssen sowieso wechseln. Ehrlich gesagt war das gut gespielt, weil hätten wir das X-Bar zuerst gekillt, wäre Electrovire zusammen mit Gastrodon drin gewesen und dann hätten wir ein richtig fettes Problem gehabt. Weil wir gegen Gastrodon nichts haben außer Carpe Diem und Electrovire der übertriebene Hardcounter gegen uns ist. Die Frage ist nur, was machen wir hier? Ich kann Tangrowth nicht mit Freifall wegsnacken, weil Electrovire da ist. Ich kann aber auch nicht zu Galapagos, weil die beide mich wegknallen. Ich könnte theoretisch zu Wischen, aber ich weiß, dass Electrovire auch, glaube ich, Erdbeben kann. Was nicht sad wäre, aber Gabu Gabu wäre hier okay. Das Problem ist halt nur, Tangrowth trifft ihn neutral, ne? Und ich glaube, Electrovire kann auch Eisschlag? Und die sind halt nicht predictable, ne? Ich meine, wir haben die Earth Power predicted auf Meter groß und haben einen Eisstrahl gefressen. Ne? Ich meine, warum sollte er auf einen Ice Punch gehen? Aber genau das haben wir ja gesehen gehabt. Sting wäre... Nee, ich glaube, ich muss zu Gabu Gabu. Und dann einfach Thunder Punch. Okay, never mind. Er geht einfach straight auf den Thunder Punch. Siehst du, du kannst es so nicht predikten, Mann. Okay, Tangrowth kriegt die Para. Das ist gut. Das Erdbeben dürfte Electrovire auf jeden Fall killen, weil Stab ist und wir Life Orb drauf haben. Auch wenn das Ding ein bisschen bulky ist. Tangrowth wird es tanken wie ein Champ, aber es ist paralysiert. Und der Gegendrain hat ein Drittel gemacht. Ja, nicht mal. Let's go. Wir müssen halt jetzt Snorlax auch mit damagen, ne? Das ist halt ein bisschen unglücklich, aber... Uff, Digga. Okay, Zen Headbutt könnte Flinch, Paraflinch... Nice. Sehr gut, Alter, Mathe. Der Mathe-Unterricht schlägt an, der ist erfolgreich. So, Jan Mega. Ich bin mir nicht sicher, was schneller ist. Jan Mega hat halt Temposchub. Moment mal. Hä? Bin ich dumm? Wie viele Pokémon haben wir besiegt? Wir haben... Hä, wir haben doch mehr als... Hä, bin ich lost? Also, hier, ne? Da. Hier unten. Ich wollte gerade nachgucken, wie viele Pokémon die denn eigentlich noch haben. Auf jeder Seite. Wir haben Elevoltech gekillt? Gastrodon? Hä? Wir haben doch mehr als ein Pokémon gekillt. Haben die 12 Pokémon?
Haben die 12 Pokémon? Ist es ein Doppelkampf mit 12 Gegner-Pokémon? Okay. Das ist eine Info, die... Wow. Gut. Okay. Cool. Das ist nicht gut, um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich gar nicht gut. Oh Gott, okay, Rockclimb? Fragezeichen? Geht auf Detect. Das ist nicht gut. Oh, okay. Snorlax, Regene, what? Das Ding kann Focus Blast, okay. Okay, und jetzt ist er definitiv schneller. Well, da hat er mich gedribbelt, der Junge. Aber das ist mir egal. Oh mein Gott, er geht auf Hurricane. Oh no. Oh mein Gott, bitte, Tangrowth, geh nicht auf mich. Geh einfach bitte nicht auf mich. Oh mein Gott, bitte geh nicht auf mich. Bitte geh nicht. Bitte hau nicht meinen Garchomp weg, okay? Bitte. Oh mein Gott, und er schläft. Nicht auf mich. Oh. 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 Oh, Digga. Er hätte auch auf einen Gigasauger gehen können und uns einfach wegrecken können, ne? Oh mein Gott, der Hurricane. Oh. Jan Mega kann Hurricane? Ja, in diesem Hack schon, ne? Okay, ich gehe auf Vision. Fake Out juckt nicht. Digga, Snorlax, kannst du aufhören, dich die ganze Zeit hier zu erholen? Okay, ich gehe auf Fly. Gehe ich auf Fly? Fliegen mit Metagross, Digga. Nee, komm. Wir gehen auf Iron. Oh, shit, Digga. Oh, aber der macht gar nichts, der Crunch. Um ehrlich zu sein. Gar nichts gemacht, der Crunch. Also, ne? Würde ein Crit reichen? Ich glaube, ein Crit von Crunch würde reichen, ne? Wobei, da war noch der Mogelhieb dabei. Er switcht raus? Digga, was ist das denn für ein Switch gewesen? Yo, Mathe! Du fucking G, Alter. Er switcht erstmal auf einen Hammerarm sein Snorlax raus. Ha! Yo, die Plays. Alter, Mathe, du wirst langsam, aber sicher mein bester Freund. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen könnte. Wie viele Pokémon? Okay, die eine Seite hat jetzt noch eins. Das heißt, Bronzong ist jetzt das letzte Pokémon von Saturn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von einer Seite. Right? Danach haben wir nur noch die andere Seite. Ja, und der Dude hat halt safe Schwebe, ne? Will ich hier heilen? Heilen wäre eigentlich eine gute Idee, ne? Oder ich gehe zu Sting. Ich muss sowieso heilen nach dem Kampf. Alter, Megahorn haut da Tangrowth weg. Bin mir nicht sicher, ob ich das cool finde. Weil das Ding konnte uns gar nichts mit Stealth Rocks. Oh. Oh. Okay. Der überlebt es? Hä? Okay, das ist nur neutral, ne? Warum zum Fick hat ein Bronzong Earthquake? Das Problem ist, ich weiß nicht, welches der Bronzongs jetzt Earthquake eingesetzt hat. Aber ein Earthquake tanken wir, weil Bronzong hat keine offensiven Werte, Digga. Und wir haben gute Death-Werte. So, Megahorn ist neutral und 120er Step, das tankt das Ding nicht. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus hier, mein Freund. Will ich hier aber drin bleiben?
Gehe ich auf eine Cross-Poison auf Pure Ugly und kill das Teil einfach? Oder ich meine, Sableye wird gar nichts können. Scheiß drauf, komm, Crit. Warum crittest du nie? Das ist Play Rough. Ui, okay. Kommt jetzt ein Irrlicht, oder? Zen Headbutt, lul. Ey, der crittet halt nie, ne? High Crit Move plus Crit Item und der crittet nie! Digga, Sting. Du machst hier gerade einen Haram Move. Warum hat er eigentlich auf der rechten Seite noch ein Pokémon? Ich dachte, wir hätten alle Pokémon auf der rechten Seite weggehauen. Ich raff dieses Doppelkampfsystem nicht. Kann Skuntank was gegen mich machen? Es kann exploden, ne? Theoretisch. Ja, jetzt krittest du, oder wie? Das hättest du vor 3 Runden schon sollen, Alter. Irgendwas hat er gemisst. Ich habe nicht gesehen, was er gemisst hat. Das Ding ist, wir haben den gleichen Typen und resistieren uns gegenseitig, ne? Undicht Gift. Gift Unlicht. Ja. Wenn ich kritte, mache ich immer noch... Ah, nice. Mehr Damage als mit einem neutralen Mo-Gangshot. Der Dude hat einen Mülltreffer. Holy shit. Okay, Mathe. Kurze Frage. Rein aus Interesse. Gehst du in einem Doppelkampf mit mir auf ein Erdbeben? Weil, wenn ja, habe ich ein dickes Problem jetzt. Geht ein Torterra gegen einen Skuntank auf... Es gibt keine anderen Boden-Moves, die du machen kannst. In diesem Spiel gab es Horst, also hier Pferdestärke noch nicht. Und ich glaube nicht, dass du Schaufler hast. Wenn, dann hast du Erdbeben. Gehst du auf ein fucking Erdbeben? Okay, Moment. Wenn ich zu Freifall switche... Sicherheitstechnisch. Er geht... Ich meine, again. Gift wird resistiert. Unlicht wird resistiert. Was will er gegen mich machen? Nichts. Aber das haben wir in der ersten Runde gedacht und dann ist er auf den Icebeam gegangen. Vielleicht geht er auf den Night Slash auf mich und crittet Freifall weg. Und das kann ich mir nicht erlauben. Aber ich kann mir auch nicht erlauben, von einem fucking Torterra weggeerdbebt zu werden. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Alter, der Typ hat das krass getankt, ne? Okay. Defense ist weg. Jetzt killen wir das Ding auf jeden Fall. Jetzt killen wir das Ding auf jeden Fall. Brave Bird. Easy. Und tschüss. Okay, 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 okay. Sehr solide durchgekommen. Aber guckt euch mal unser Team an, ey. Oh, ich muss healen. Ich muss dringend healen. Oh, Digga. Uiuiuiui. Ui, ui. Ah, meine Pokémon sind stark, oder? Ja, Mathe. Also ich muss dir wirklich Props da lassen, Digga. Du hast richtig gut gespielt, Mann. Aber was? But you know, that's it for us. Wir haben die Sackgasse. Wir stehen vor einer Sackgasse. Wir haben die Wand erreicht. Oh, er heilt uns. Hey, Sefi. Das ist jetzt deine Show. Und er haut wieder ab. Oh no, da ist Osiris. Alles ist bereit für die Kreation einer neuen Welt. Jetzt
wird alles enden. Und alles wird beginnen. Die rote Kette, bla bla bla. Giratina, erscheine! Dialga, das mystische Pokémon und der Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, Meister des Raums. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Dialga und Palkia. Diese Welt ist eine Doppelspirale aus Zeit und Raum, wo wir nichts kontrollieren können. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich werde mir Giratina unter den Nagel reißen und die ganze Welt versklaven. Oh, süß. Warte mal, war das eigentlich im Plan, dass die jetzt herkommen? Weil wir haben die ja eigentlich befreit, ne? Oh, warte mal, ich glaube, das ist egal, weil er die Kette ja geschmiedet hat aus den Dingern. Aber wir haben sie befreit, das heißt, sie sind nur wegen uns hier. Oh, sowas hätte ich bereits erwarten sollen. The Being of Knowledge. Das Geschöpf des Wissens. Das Geschöpf der Willensstärke und das Geschöpf der Emotionen. Diese Pokémon, sind sie gekommen, um Sinnoh zu beschützen? Ha! Lächerlich und wertlos! Oder was? It takes three of them, three Lake Pokémon to symbolize Spirit. Achso, die symbolisieren den Geist. Okay. Also dann, beide, Dialga und Palkia, sind hier. Konstant auf die Nerven gegangen über das ganze Playthrough lang. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich rächen werde. Oh shit, Digga. Haben wir überhaupt noch Zeit für diesen Kampf? Nee, Digga. Wir sind eine halbe Stunde drin. It is time. My dream will become reality. Oh shit. Oh. Okay, wir müssen doch noch nicht kämpfen. Aber wie denn? Es gibt eine Sache, über die ich mich leider habe spoilern lassen beim Kommentare lesen. Und zwar, dass man Cyrus scheinbar zweimal bekämpfen muss. Ich weiß nicht, ob jetzt das erste Mal damit gemeint war in der Base, aber das ist ja auch, glaube ich, normal, oder? Aber scheinbar nicht. Boah, sorry, dass ich erst jetzt da bin. Ich musste mir noch die Nägel lackieren. Und als ich fertig war und kommen wollte, ist mir eingefallen, dass ich mir noch die Fußnägel lackieren muss. Deswegen hat das eine halbe Stunde länger gedauert. Und jetzt, wo alles vorbei ist, bin ich da. Aber dieses Giratina ist schon krass, ne? Wir sollten da auf jeden Fall mal reinlunzen, Alter. Are you ready? Sind wir ready, Freunde? Ich weiß nicht. Finden wir es raus. In der nächsten Folge der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Guckt im Merch-Shop vorbei. Und beim nächsten Mal gibt es den Endboss-Kampf gegen fucking Cyrus. Und wir betreten die Zerrwelt. Let's go. Bis zum nächsten Mal.